Grüß Gott, meine Damen und Herren. Heute werden Sie sicher ins Schwitzen kommen, aber ohne dass Sie in die Sauna gehen. Am Landesgericht Neuburg wurde nämlich nunmehr der Otterlenker verurteilt, der mit 1,8 Promille seine Freundin totgefahren hat. Urteil 1 Jahr Haft, 3 Monate davon unbedingt. Ein sehr, sehr mildes Urteil, wie man sieht. Aber das Landesgericht Neuburg hatte ihm sehr viel Mitgefühl mit Alkoholikern und mit Kriminellen. Am Landesgericht Neuburg war es auch, wo sich der Kremser Landesgerichtspräsident im Beisein von Landeshauptmann Bröll und der damaligen Justizministerin Beatrix Kau seinen 1,8 Promille Rausch angesoffen hat, danach einen Unfall baute und Fahrerflucht begann. Und weil ich, meine Damen und Herren, diesen Fall ins Rollen brachte und diese unglaubliche Geschichte aufgedeckt habe, so wie auch, dass der Landesgerichtspräsident sowie sein befreundeter Ex-Bürgermeister Dr. Rudolf Danner und ebenfalls bekennender Alkoholiker an einem Grundstücksbetrug als Akteure aktiv beteiligt waren, wurde ich vom Landesgericht Neuburg wegen Stalking zu 9 Monaten Haft verurteilt, 3 Monate ebenfalls unbedingt. Meine Damen und Herren, alles können Sie nachlesen in Saubere Hände, Die Aufdecker, Zweiklassenjustiz, Land Niederösterreich Betrug, Dr. Erwin Bröll, Halbauer Betrug im Internet, im Google. Machen Sie sich selbst ein Bild. Auf Wiedersehen, danke.